Hallo zusammen, mein Name ist Daniel Urstiger und ich bin professioneller Hochzeitsfotograf. Heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, was mich in den letzten Tagen beschäftigt hat. Und zwar geht es um das digitale Mittelformat. Das Mittelformat, was ist denn das eigentlich? Wenn ihr euch ein bisschen mit Kamera schon auseinandergesetzt habt, habt ihr sicher schon gelesen, dass es unterschiedliche Sensorengrößen gibt. Das heißt, jede Kamera hat einfach einen bestimmten Sensor eingebaut. Da ist euch wahrscheinlich schon das Vollformat, APS-C, Micro Four Thirds und andere Formate untergekommen. Das Mittelformat ist einfach nochmal größer als ein Vollformatsensor. Und zwar ist die Fläche ungefähr 2,5-mal so groß wie der von einem Vollformatsensor. Das heißt aber, dass eine Mittelformatkamera natürlich wesentlich teurer ist. Das ist leider dessen geschuldet, dass die Produktion komplexer ist, dass natürlich, wenn man 100 Megapixel Sensoren baut, die Fehleranfälligkeit in der Produktion schwieriger in den Griff zu kriegen ist als bei einer 45 oder 20 Megapixel Kamera. Und das führt einfach dazu, ohne das schönreden zu wollen, dass die Kameras wirklich eine Stange Geld kosten. Wir reden jetzt im konkreten Fall heute über die Phase One XF. Und da muss man sagen, dass die Kamera alleine schon mehrere tausend Euro kostet. Und der Bildsensor nochmal eine ganze Ecke mehr. Weiters ist es natürlich auch so, je größer der Sensor ist, desto mehr Fläche muss auch das Objektiv beleuchten. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass die Objektive größer gebaut werden müssen. Das heißt also, wie ihr es kennt, wenn ihr vielleicht mal von APS-C auf Vollformat umsteigen wolltet, es ist nicht nur so, dass die Kamera teurer ist, sondern es ist auch so, dass die Objektive dann teurer werden. Das heißt also, wenn man diesen Weg gehen will, dann muss man sich auch sehr schnell bewusst werden, dass das eine Gesamtinvestition ist. Das heißt, es hilft nicht nur eine Kamera zu kaufen, sondern es ist ein Gesamtsystem. So ist das beim Mittelformat auch. Ich bin selbst schon ein bisschen früher dazu gekommen. Das hängt damit zusammen, dass vor einiger Zeit viele Fotografen das Analogfotografieren angefangen haben und ich da dann auch dazu gekommen bin. Interessanterweise habe ich mir das länger angeschaut und bin aber dann für mich auf die Entscheidung gekommen, wenn ich dann doch analog machen will, dann möchte ich es besonders machen und so bin ich auf eine analoge Mittelformatkamera gekommen. Hasselblad ist eine der Firmen, die noch Mittelformatkameras baut und glücklicherweise kriegt man die mittlerweile doch noch relativ modernen Kameras auch ganz gut noch gekauft und so bin ich zu meiner H1 gekommen oder eigentlich später durch einen Umbau zu der H2. Wenn ihr die Kamera jetzt so mit mir zusammen ansieht, werdet ihr schon merken, dass das eine ziemlich große Kamera ist, dass das Objektiv sozusagen auch riesig ist. Aber das führt einfach da, also liegt einfach daran, dass hier mehr Fläche ausgeleuchtet werden muss. Bei den Mittelformatkameras, und das erkläre ich euch nur kurz an dir, da gibt es mehrere Bausteine. Das ist bei den Spiegelreflexkameras und bei den Bridge-Kameras und Systemkameras ein bisschen anders aufgebaut. Aber vom Prinzip her sind das dieselben Elemente. Das ist hier nur modular aufgebaut. Und so, man sieht es hier ganz gut, also der Teil hier unten, das ist sozusagen der Kamera-Body und hier hinten ist dann sozusagen das Film-Back oder der digitale Bildsensor. Hier oben ist der Sucher und das ist sozusagen das, was Mittelformatkameras auch nochmal unterscheidet. Das ist nicht nur die Größe, sondern auch die Modularität. Das heißt, ich kann hier den Sucher jetzt von dieser Kamera runternehmen, ich kann jetzt sozusagen auch das Back von der Kamera runternehmen und dann gegen was anderes austauschen. Ich kann zum Beispiel diesen Sucher durch einen Lichtschachtsucher ersetzen, wenn ich dann damit arbeiten möchte. Was jetzt zum Beispiel sehr praktisch ist, wenn ich so mit der Kamera fotografieren möchte oder bodennah arbeiten möchte. Diese Option habe ich bei einer Spiegelreflexkamera nicht. Das heißt also, die Mittelformatkameras sind durch ihre Modularität in einer gewissen Weise komplexer, aber auch flexibler. Auch nochmal ein Argument, warum die mehr kosten. Ja, also ich hatte dann die Hasselblad, habe mit ihr sehr viele Fotos gemacht, hatte auch sehr viel Freude daran. Der Bildstil, der durch den größeren Sensor entsteht, ist ein sehr eigener. Das heißt also, das ist wie so, wenn man halt von APS-C auf Vollformat wechselt. Man merkt, da tut sich nicht nur in der Bildqualität was, sondern auch die Fotos wirken anders. Und so ist es mit dem Mittelformat auch. Das heißt also, man schafft hier einen ganz eigenen Bildstil. Über die Details würde ich gerne nochmal reden, aber das macht man in einem Video, das später kommt, weil das halt ein wirklich komplexes und langwieriges Thema. Also sei es drum. Das heißt, Mittelformat, mein Einstieg analog, hat mir immer mehr und mehr gefallen und hier und dann ist für mich die Entscheidung gefallen, ich hätte gerne eine Mittelformatkamera im Digital. Dann gibt es natürlich noch immer die Möglichkeit, hier dieses Filmback gegen eines mit digitalen Sensor zu wechseln.
Weil es ist, wie gesagt, nicht schwierig. Also ich muss hier die Arretierung lösen, drehe hier den Schalter rum, drücke einmal drauf und dann kann ich es quasi schon runternehmen. Oder auch nicht. Man muss vorher noch zumachen, damit man sich nicht den Film belichtet. So, das heißt also, ich kann jetzt hier einfach das Filmbett gegen ein anderes ersetzen. Zum Beispiel eins mit einem digitalen Sensor. Das war so mein erster Ansatz und da habe ich geschaut, welche Möglichkeiten das es gibt. Und es gibt natürlich auch Bags, die jetzt nicht mehr brandneu sind, hätten dann verschiedene Nachteile gehabt und so habe ich eben dann diese ganzen Versionen verworfen. Interessant ist übrigens auch noch beim Mittelformat, dass die lange noch CCD-Sensoren verwendet haben. War bei der Bildqualität erst ein Thema, wenn man über ISO 100 gebraucht hat. Also jeder, der viel fotografiert hat, der wird wissen, dass das relativ oft der Fall ist. Das hat dann dazu geführt, dass auch später CMOS adaptiert worden ist, aber das ist viel früher in die APS-C und in die Vollformatkameras eingeflossen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass also erst die relativ aktuellen Mittelformat-Kameras haben CMOS-Sensoren und damit kann man auch ISO jenseits von 1000 verwenden. Ansonsten war das mit anderen Kameras echt ein bisschen schwierig. Rauschverhalten ziemlich desaströs. Okay, das waren kurze paar Sätze über das komplexe Thema. Wenn euch das interessiert oder wenn ihr Fragen dazu habt, schießt einfach los. Es gibt vielleicht auch ein Follow-up-Video, wenn da genug Nachfragen da sind. Und dann kommen wir zu der Kamera, für die ich mich dann entschieden habe. Das heißt also hier, erste Erfahrungen mit analog gesammelt, dann entschieden, ah, okay, digital wäre es auch ziemlich gut und dann auch nach langer Überlegung und Entleeren des eigenen Bankkontos auch eine gekauft. Und zwar habe ich sie hier neben mir stehen. Das gute Stück. Und da kommen wir gleich zu einer der Eigenheiten von Phase One. Und die heißt, Phase One liefert seine Kameras in diesen Pelli-Case, ist es mehr oder minder. Was natürlich schon sehr praktisch ist, weil die Kamera dann schon in einer Verpackung ist, die man gut transportieren kann und weiß, dass der Inhalt trotzdem gut geschützt ist. Dann macht man das gute Stück auch mal auf und schauen mal rein. Hier innen ist dann noch ein Sack. Das kennt ihr vielleicht von anderen Rucksäcken und anderen Transportvehikeln auch, dass man sozusagen hier nochmal ein bisschen eine Art Inlay hat, was im Endeffekt auch so nochmal dafür sorgt, dass die Sachen hier gegen Stöße abgeschirmt sind. Anleitungen, man kennt sie ja. Dinge, die man früher oder später auf jeden Fall mal lesen sollte. Ich zeige euch die einfach alle mal in die Kamera. Und dann sollte ich vielleicht noch mal kurz dazu erzählen, dass das jetzt meine eigene Kamera ist, die ich hier auspacke. Ich mich aber am Entscheidungsweg zur Phase One dann auch mehrmals das Verleih bedient habe und mir die Kamera öfter ausgeliehen habe. Das heißt, prinzipiell ist es jetzt nicht das erste Mal, dass ich die Kamera in der Hand halte, sondern ganz im Gegenteil. Ich kann das auch nur jedem empfehlen. Also wenn ihr überlegt, das zu tun, also sprich ins Mittelformat einzusteigen, probiert die Kameras aus, sie kosten ein Heidengeld. Schaut, dass ihr dann die vorher schon ausfindig gemacht habt, die ihr haben wollt, bevor es hier zuschlägt und nachher drauf kommt, so, ich hätte vielleicht auch lieber die Hasselblatt haben wollen. Okay, dann das erste Teil hier, Kamerastrap, benutze ich quasi von keiner einzigen Kamera, aber schön, dass man es dazu kriegt. Ist ganz schön viel hier drinnen, es ist natürlich hier auch drinnen das Ladegerät, die Kamera selbst. Hier sieht man, hat man auch noch Fächer, wo man dann später noch Kabel und so einsortieren kann. Also generell ist das vom Phase One, finde ich, eine ganz tolle Geschichte, dass sie das dann so einfach liefern. Da können sich auch die Hersteller aus dem Vollformat und APS-C-Kameras auch mal was abschneiden, finde ich. Aber gut, dann schauen wir uns das kurz an, was hier noch alles zutage kommt. Also irgendwo müssen wir dann mal das Ladegerät finden. Das schaut hier mal nach Kabel aus. Okay, also USB-3-Kabel, Firewire-Kabel. Das ist jetzt vielleicht auch noch ein Thema, also die Technologie, die in dem Bag drinnen steckt, ist von der
Sensortechnologie, ganz, ganz neu. Das ist das Trichomatic IQ3 mit 100 Megapixel. An der Bauform des Bags hat sich auch seit einiger Zeit nicht verändert. Also wenn jemand noch die Majima Bags kennt, die Phase One gebaut hat oder wie dann Phase One Majima gekauft hat, prinzipiell schauen die Bags quasi noch immer genauso aus wie früher. Bei der Akkutechnik ist das unter Anführungszeichen auch so, dass hier Phase One noch nicht das Rad neu erfunden hat. Das heißt, man hat sich hier auch einfach einen Hersteller bedient, der halt schon Akkus baut. Okay, das schaut doch schon mal nach Netzteil aus fürs Ladegerät. Plus die Multistecker. Und hier wird wahrscheinlich das Ladegerät drin sein. Das Ladegerät habe ich schon öfter in der Hand gehabt. Persönlich muss ich sagen, macht die Kamera einen sehr hochwertigen Eindruck. Das Ladegerät finde ich persönlich nicht ganz so hochwertig, aber das Ladegerät hat ein Feature, was ich entdeckt habe, das andere nicht haben. Und zwar, wenn man den Akku in das Ladegerät einlegt, zeigt dann das Ladegerät an, wie weit die Akkus aufgeladen sind. Okay, das ist jetzt sogar noch extra poliert. Also man sieht schon, hoffentlich ganz gut. Ist einfach von Henel das Twin V Pro Ladegerät. Ich schaue mal, ob ich gleich noch das einen der Akkus finde. Muss wahrscheinlich einer der hier sein, weil man kriegt 4 Stück standardmäßig im Lieferumfang dazu. Ist vielleicht auch noch eine wichtige Information, also wenn ihr euch eine XF kauft, braucht ihr für den Betrieb prinzipiell je nach Bag halt ein bisschen abhängig eigentlich 2 Akkus, weil einer geht in die Kamera und einer kommt in das Bag. Ich gebe jetzt hier mal den kurz in das Ladegerät rein. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die geladen sind, wenn man die hier so bekommt, aber dann. Okay. Man sieht, das Display ist jetzt kurz angesprungen und man sieht, der Akku ist zu 30% geladen. Das ist ein Feature, das finde ich super praktisch. Das heißt, da kann man sich jetzt über den Lader, habe ich mich eigentlich so ein bisschen gewundert, weil das nicht so das Qualitätsmerkmal war an dieser ganzen Packung, aber ich finde, das ist ein Feature, da könnten sich Nikon und Canon echt das abschneiden oder auch Sony. Vielleicht sollte ich auch noch kurz dazu sagen, also in meiner Tätigkeit habe ich mit sehr vielen Kameras zu tun. Ich habe prinzipiell angefangen mit Nikon-Kameras zu fotografieren. Hatte damals sehr viel damit zu tun, dass all meine Freunde Nikon hatten und ich natürlich sehr froh war, wenn ich mir Blitze, Objektive und andere Sachen ausleihen konnte. Später ist dann auch Canon dazugekommen. Canon verwende ich aber hauptsächlich zum Filmen und ich habe auch Sony-Kameras. Das hat den Grund, weil die A7 R3 eine super kompakte Kamera ist und die A9 halt auch eine Kamera ist, die kompakt ist und mit denen ich lautlos fotografieren kann, was bei manchen Hochzeiten ein Anspruch ist, den die Leute dann haben oder die Veranstaltung einfach nicht sonst stattfinden kann. Vielleicht auch noch ganz interessant, hier ist eine Capture One Lizenz dabei. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Capture One ist ein RAW-Konverter, der von der Firma Phase One entwickelt wird. Man kann jetzt darüber streiten, ob der jetzt besser ist oder schlechter als Lightroom. Ich persönlich komme mit Lightroom gut zurecht, ich komme mit Capture One ganz gut zurecht. Für mich ist der ausschlaggebende Punkt, dass Capture One für mich einen Workflow bietet, der schneller ist als Lightroom. Und wenn man in der Hochzeitsreportage ist, produziert man natürlich entsprechend viele Bilder. Das heißt, für mich ist Capture One das Tool der Wahl im Moment, weil ich damit ein bisschen schneller zurechtkomme. So, also, dann habe ich hier natürlich noch mehr Akkus, wie ich schon erwähnt habe. Okay, hier auch Deckblenden, die man nicht wirklich braucht. Ja, was haben wir hier noch? Ein Reinigungsset, das ist auch nett. Das ist dann noch ein Punkt, auf den wir dann auch noch zu sprechen kommen. Der Sensor liegt ja quasi offen. Was haben wir hier noch Schönes? Das schaut auf jeden Fall schon spannend aus. Ah! Eine weiße Scheibe. Was macht man damit? Ich weiß es zum Glück mittlerweile schon, das hängt aber daran, dass ich mir mit Phase One schon ein bisschen tiefergreifend mich auch beschäftigt habe. Aber ich kann euch dann später mal zeigen, wo
wofür man die brauchen kann. Für diejenigen, die es nicht mehr warten können, man kann sich damit von einer Kamera LCC-Profile erstellen und damit Staub, Farbverschiebungen und sonstige Dinge rausrechnen. Ja, ist eigentlich schade, dass sie das alles so schwarz eingepackt haben. Aber andererseits ist es auch immer so ein bisschen, es könnte alles drin sein. Okay, das sind jetzt einfach die Deckel der Kamera. Jemand hat das schon mal gezeigt, also die sind nicht massiv, die sind noch aus wahrscheinlich Aluminium. Das heißt also auch ein sehr hoher Qualitätsstandard, selbst wenn es nur um die Deckel der Kamera geht. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist natürlich jetzt hier Anleitung und Co. alles im Koffer drinnen. Wird man natürlich jetzt nicht täglich mitnehmen, logisch, weil warum sollte man das beim Fotoshooting brauchen? Das heißt also, wenn man dann fertig ist mit Auspacken, dann kommt man an diesen Punkt. Oh, das ist jetzt aber eine sehr positive Überraschung. Eine 32 GB Speicherkarte, damit man direkt loslegen kann. Was ich noch sagen wollte, ist, dann kommt man irgendwann an diesen Punkt, wo man auch mehr Objektive haben möchte, auch wenn die auch ein heiden Geld kosten. Und das ist natürlich dann schon schön, weil der Koffer bietet dann auch Platz einfach dafür, diese Objektive unterzubringen. Ja, und interessanterweise kriegt man hier auch einen Kartenleser dazu, den SanDisk ImageMate Pro. Ich habe persönlich diesen Lexa Turm mit den mehreren Einschüben, weil mir der irgendwann nicht gut getan hat bei meinem Workflow. Aber das ist echt auch eine nette Edition sozusagen. Also Compact Flash, SD-Karte und Micro-SD-Karte kann man damit auslesen. Das ist ja wunderbar. Und USB 3, das heißt, also man hat sozusagen auch die volle Geschwindigkeit. Aber gut, damit ich euch schon gar nicht mehr länger auf die Folter spanne, dann kommen wir mal zur Kamera. In dem Moment, wo man die Kamera aus dem Koffer rausgenommen hat, ist jetzt schon mal so ein bisschen aufpassen, weil dann fängt das hier an zum Kippeln. Das heißt, ich mache das gute Stück jetzt hier zu, bevor es mir runterfällt. Mache hier auch zu. Ich hoffe, das Klacken ist nicht zu laut. Ich versuche das nämlich hier in einen durchzudrehen, ohne zu schneiden, wenn es geht. Okay, dann Koffer weg. Gut, also Ladegerät, die Multischnecke für das Netzteil. Dann auf jeden Fall die Speicherkarte, sehr positiv. Ein Kartenleser, die Kamera selbst und hier die Kabel, die man fürs Tethering verwenden kann. Also wenn man mit der Kamera im Studio fotografiert oder halt auch draußen seinen Laptop mitnehmen mag, kann man hier seine Kamera mit dem Rechner verbinden und dann kriegt man die Bilder direkt auf den Laptop. Das ist natürlich, wenn man sich's anschauen will, super praktisch. Gut, nachdem die Akkus nur 30% geladen sind, ist das natürlich jetzt prinzipiell ein bisschen schade, aber ich nehme an, sie wird sich schon einschalten lassen. Wie ich es vorher auch an der Hasselblad erklärt habe, also drei Bereiche der Kamera, logischerweise der Kamerabody selbst, der Image-Sensor und der Lichtsucher. Hier, das ist auch so eine Eigenheit, die Hasselblad auch hat, dass man hier einen echt massiven Griff hat, das heißt, man kann die Kamera extrem gut so in die Hand nehmen, weil sie ist natürlich prinzipiell durch die Größe jetzt nicht unbedingt leicht. Wie ich schon vorher erzählt habe, kommt ein Akku hier in den Kamerabody rein. Und der zweite Akku kommt in das Back rein. So. Das Back hat sich auch schon erfreut dessen, dass sie einen Akku bekommen hat und hat sich schon mal aktiviert, sucht jetzt aber gerade die Speicherkarte und ja, ist dann jetzt im ersten Moment nicht betriebsbereit. Ich habe mich übrigens für das 55mm Objektiv entschieden. Das liegt daran, dass ich mir schon mehrere Objektive angeschaut habe. Und das 55mm war für mich so das, wo ich sage, für den Anfang werde ich damit viel abdecken können und später werde ich mir dann noch weitere Objektive dazu kaufen. Ja, also Akkus eingelegt, Kamera eingeschalten, Deckel auf. Das heißt, am Ende des Tages, jetzt könnte ich eigentlich schon loslegen, wenn ich die Speicherkarte hätte. Ich habe aber auch schon eine vorbereitet und die werde ich jetzt ganz kurz holen.
So. Auch interessant, das heißt also die Kamera hat sozusagen mit dem ganzen Bildspeicher nichts zu tun, es erledigt alles das Back. Das heißt also die Speicherkarte kommt logischerweise auch in das Back rein. Schiebt man hier rein, man sieht hier kurz die LED aufleuchten. Die XF braucht ein bisschen, bis dass sie betriebsbereit ist. Das liegt daran, dass im Menü eingestellt ist, dass sie die Speicherkarte überprüfen soll. Dabei werden dann verschiedene Parameter überprüft, unter anderem natürlich, ob sie schreiben und lesen kann von der Karte. Sobald sie das erfolgreich abgeschlossen hat, dann meldet sein das auch und dann kann es quasi auch schon losgehen. Auch interessant, die Kamera hat hier oben ein Display. Das kennt sie vielleicht aber auch schon von anderen Kameras, also das hier mit diesen Knöpfen hier. Aber das Display ist prinzipiell auch ein Touch-Display. Und was man hier drinnen hat an Optionen, das ist schon ziemlich außergewöhnlich. Und zwar, ich habe hier eine Art Wasserwaage, das heißt, also, wenn ich die Kamera sozusagen ausrichten möchte, kann ich jetzt sehen, ob ich sie gerade halte oder nicht. Das ist natürlich schon mal super praktisch. Dann habe ich hier natürlich den Standard-Screen. Ich versuche das dann später auch in groß einzublenden, wo ich den Modus wechseln kann, also zwischen M, AV, also Aperture, Priority Mode, Time Priority Mode und Program Mode. Dann habe ich hier auch die Möglichkeit, meinen ISO-Wert schon direkt einzurichten. Und ich habe auch die Möglichkeit, natürlich Blende und Belichtungszeit zu beeinflussen. Auf dem nächsten Bildschirm habe ich einen Assistenten für HDR-Fotografie. Auf dem nächsten Bildschirm habe ich eine Hilfe für Timelapses. Dann kommt eine Hilfe für Focus-Stacking. Und dann, das war auch ein Grund, warum ich mich für Phase 1 entschieden habe, hier habe ich meine Profoto-Remote gleich eingebaut. Das heißt, dass ich kann hiermit Profoto-Blitze direkt ansteuern. Ich habe hier quasi meinen Kanal einstellen, kann Gruppen A bis F steuern und kann dann halt sagen manuell TTL, also im Endeffekt fast die gleiche Funktionalität, die man auch in der Profoto eigenen Remote hat. Dann haben wir hier den Seismographen, das heißt, dass ich sehe, ob die Kamera unter Anführungszeichen wackelt. Das ist deswegen spannend, weil wenn ich sie jetzt auf einem Stativ stehen habe und der Wind geht oder wenn man auf einer Brücke steht, Vibrationen sind ein Thema. Und dann kann ich das sozusagen hier direkt gleich sehen, ob die Kamera in einem stabilen Zustand ist. Stabiler Zustand ist deswegen auch interessant, weil es gibt hier dann auch einen Auslösemodus, wo die Kamera wartet, bis dass die Vibrationen vorbei sind. Also sprich, wenn ich gerade den Auslöser noch gedrückt habe und dadurch das Stativ mit der Kamera ein bisschen vibriert, dann kann die Kamera das feststellen und löst dann einfach nicht auf. Das ist natürlich schon sehr, sehr praktisch. Beim Objektiv selber, da gibt es ein paar Unterschiede. Also prinzipiell sind es Schneider-Kreuzach-Objektive, die man hier für die Phase 1 XF bekommt. Gibt es in verschiedenen Brennweiten logischerweise, also 35, 45, 55, 80, 120 mm, 150 und 240. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. 120 gibt es auch ein Makroobjektiv, 150 gibt es als Porträt, auch eins mit Blende 2.8. Das ist natürlich bei Vollformat schon ziemlich, also die Tiefenschärfe ist schon sehr gering und das eignet sich sehr gut für Porträts. Bei dem Objektiv ist es so, dass man zwischen manuell und Autofokus mit diesem Ring hin und her schaltet. Das heißt, dass wenn ich den auf AF drehe, habe ich wie gewohnt aus anderen Kameras Autofokus oder ich kann AGF auf manuell Fokus schalten. Ein Grund für das 55mm Objektiv war, wie ich schon gesagt habe, dass die Brennweite sehr universell einsetzbar ist. Das heißt, ich kann Menschen damit fotografieren, kann aber auch Landschaften damit fotografieren. Und das war so, dass ich gesagt habe, gut, das ist ein Einstieg, damit komme ich schon sehr weit. Und Blende 2.8, was beim Mittelformat, ich weiß jetzt nicht, wie viel es umgerechnet ist, aber es ist, glaube ich, 1.2 auf Vollformat, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist natürlich schon, ja, sehr praktisch. Okay. Soviel zu dem Thema. Also das ist das, was man in der Schachtel so mitbekommt. Ich zeige euch dann auch gerne nochmal, wie die Bedienführung funktioniert und wie man die Kamera auch dann sozusagen weiter ins Thema eintaucht und damit dann auch schöne Fotos machen kann.
Habe mich gefreut, dass ihr euch das angeschaut habt. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig. Das ist eines meiner ersten YouTube-Videos und ja, ich mache es, um gemeinschaftlich mit euch dann auch was zu lernen, weil ich mich dann auch anders noch mit dem Thema auseinandersetze, wenn ich das erkläre. Und es geht mir natürlich auch darum, von der Videografie auch noch ein bisschen mehr zu lernen, wo ich sicher noch einiges zu aufzuholen habe, wenn ich mir schaue, wie professionell einige schon ihre YouTube-Videos produzieren. In diesem Sinne, nochmal Dankeschön und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!